Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch 5 Pinterest-Frisuren für langes Haar. Wie können deine Haare in so kurzer Zeit so schnell wachsen? Das sind nicht meine Haare. Ich kann gerne ein separates Video dazu drehen und euch alle Fragen beantworten, die ihr gerade so im Kopf zu schwirren habt. Aber ich werde definitiv nochmal einen Link unten in die Infobox reinlegen zu den Extensions zur Seite von der Friseurin. Nochmal teilen. Ja, also lass uns loslegen mit den Hairstyles. Wir brauchen dafür wirklich nicht viel, einfach nur Bobbypins, Haargummis und eine Bürste eventuell. So, wir nehmen uns einfach von vorne so 2 Strähnchen, die ungefähr 2 Finger breit sind. Ihr seht hier einfach nur 2 Strähnchen, 2 Finger breit. Und das Ganze machen wir jetzt hinten fest. Und zwar drehe ich die Haare 2-mal ineinander sozusagen. Also ihr seht ja, was ich mache. Dann machen wir das Ganze noch einmal. Wir nehmen uns 2 Strähnchen. Diesmal habe ich ein bisschen dickere genommen. Und hinten machen wir sie nochmals fest und drehen sie dann gleich auch nochmal so ein. Als nächstes teilen wir die Haare nochmal durch 2 und flechten das Ganze. Also einmal die rechte Seite flechten und die andere Seite flechten. Hier könnt ihr optional ein Haargummi nehmen. Ich mache das nicht. Ich nehme einfach einen Bobbypin, damit es nicht gleich wieder aufgeht. Und dann seht ihr auch, was ich mache. Ich kreuze die Haare einmal und mache sie mit demselben Bobbypin oben nochmal fest. Wenn ihr der Meinung seid, es ist immer noch zu locker, nehmt ein paar mehr Bobbypins. Und so sieht das dann aus. Okay, für den Style Nummer 2 brauchen wir einfach nur einen Faden und ein Haargummi. Und zwar zeige ich euch mal kurz, wie ich das gemacht habe. Ich nehme den Faden doppelt, habe hier mein Haargummi, stecke ihn hier einmal durch, dann nehme ich das Ende und stecke es einmal hier durch diese Öse und ziehe das Ganze einmal so fest, damit der Faden fest integriert ist in den Haargummi. Dann, je nachdem, ob ihr einen Pferdeschwanz zurückhaben möchtet oder an der Seite, ich zeige es euch hier einfach mal an der Seite, macht ihr euch ganz normalen Zopf. So, wir teilen unser Haar jetzt in 4 Partien, wobei die 4. Partie unser weißer Faden ist, der sich hier durchziehen soll. Also wir teilen die Haare in 3 Partien. 1, 2, 3. 3 Partien. Und die 4. bildet ja unser Band hier. Und jetzt, was ich mir merke für diesen Zopf, ist drüber, drunter, drunter, drüber. Was meine ich damit? Ganz einfach. Wir fangen links an, also von euch aus gesehen rechts. Und zwar kommt das ganz Äußere über mein Haar, dann unter den Faden. Dann kommt der hier ganz rechts unter das Haar über den Faden. Okay, ich wiederhole das nochmal. Okay? Drüber, drunter, drunter. Drüber. Als nächstes nehme ich diesen kleinen Pferdeschwanz, teile ihn in der Hälfte und twiste das Ganze ein wenig. Und dann umwickle ich den einfach hier hinten und mache das Ganze mit einem Bobbypin fest. Okay, als nächstes haben wir ja nur noch diese Frontpartie und die werden wir ganz einfach flechten.
So, für den nächsten Style habe ich etwas Haarkreide in mein Haar gemacht. Ihr seht, das ist ein bisschen pink, damit man den Unterschied etwas besser erkennt. Und jetzt nicht wundern, meine Hände sind immer noch etwas pink, weil das Ganze ein bisschen abfärbt. Und zwar habe ich mir jetzt einfach einen Zopf gemacht. Und zwar habt ihr einen ganz strammen, festen Zopf und nehmt euch von hier oben einfach eine ganz kleine Partie, am besten mittig, weil genau so läuft das auch durch. Teilt dieses Ganze nochmal durch zwei und beginnt zu twisten. Und zwar twistet ihr immer in dieselbe Richtung. Ich twiste jetzt nach da, also mache ich so. Ihr könnt es auch mit einer Hand machen und dann kreuze ich es aber in die entgegengesetzte Richtung. Also nochmal, ich twiste nach da und dann in die entgegengesetzte Richtung. Das Ganze macht ihr ungefähr ein- oder zweimal. Und jetzt nehmen wir uns Haare von hier ganz außen und auch wirklich nur ganz wenig, fügen das einfach hinzu, zu dieser einen Strähne. Und dasselbe machen wir auch für die andere Strähne, so. So sieht das dann aus. Und twisten einfach weiter. Also nochmal nach rechts, entgegengesetzt. Okay, wir machen weiter mit einem ganz normalen Waterfall. Dazu nehmen wir uns hier vorne einfach eine Strähne, die so ungefähr ein Finger breit ist. Kann natürlich auch ein bisschen mehr sein. Und teilen diese nochmal durch zwei. So, dann twiste ich diese beiden zweimal. Eins, zwei und beginne auch gleich. Und zwar nehmen wir uns hier eine Strähne und klemmen sie einfach dazwischen. Also, ich habe diese Strähne, lege sie hier einfach dazwischen und twiste nochmal zweimal. Eins, zwei. Und dann geht es auch schon weiter. Wir nehmen uns hier die nächste Strähne, ein bisschen weiter weg von der anderen, damit man das auch sieht. Eine klemmen wir wieder dazwischen, so, genau. Und dann twisten wir wieder zweimal. Wer allerdings Schwierigkeiten hat, diese Strähnen hier oben zu fassen und auch der Meinung ist, dass dieser Übergang gar nicht so klar ist oder nicht so schön aussieht, der kann auch einfach die Strähnen rausnehmen und sie dann einfach twisten oder braiden. So, wie ihr seht, ich habe das dreimal getwistet und das Ganze dann mit einem kleinen mit einer Perle sozusagen festgemacht. Und jetzt kann man das Ganze nochmal machen und hat hier eine ganz klare Abtrennung. Wem das zu langweilig ist, der kann natürlich einfach einen Bobbypin nehmen, das Ganze hier festmachen und in dieselbe Richtung das Ganze nochmal machen und dann einfach einen Zickzack runter. Das sieht eigentlich auch ziemlich klasse aus. Also wenn du 5 oder 10 Minuten mehr hast, kannst du das natürlich auch machen.